Frau Schnabstedt und Herr Müller. Das liegt daran, dass Schauspieler auch ganz normale Menschen sind und scheiße aussehen. Ne? Also morgens beim Aufwachen oder tags oder immer. Kannst du nicht mal wieder einen guten Film machen? Ohne Elias. Nein. Kann ich dran annehmen. Ich habe Caro für 5 Jahre exklusiv gekauft. Sie muss jetzt mindestens 3 Filme mit mir machen. Jedes Mal, wenn wir Sex haben, immer so tun, als ob sie auf mich steht. Ich war ja auch in der Schauspielschule. War Caro echt auf der Schauspielschule? Halt doch mal. Und bitte? Was war dein schönster Film? Über 4 Millionen Zuschauer, das ist krass! Ja. Ach Elias, du solltest nackt sein. Es hat doch gar keinen Marketing-Impact, wenn du hier so steif rumstehst. Ich bin einen halben Film lang nackt. Ich fühle mich sexuell ausgenutzt und das ist Hundeshampoo. Hm. Dann sei brav zu Frauchen. Ich habe gefragt, ob du oberkörperfrei kommst, denn ich fürchte, das hätte laut Klicks ohne Ende beschert, aber... Ihr seid hoffentlich dabei und macht aus jeder Vorstellung eine fette Party. Letztes Jahr wurden sogar Kondome unter den Sitzen gefunden. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob es so weit gehen muss. Freut euch, aber lasst die Hosen an. Pack das Wasser weg, wir sind auf Sinaiko. Und zwar diese beiden brandneuen, unbeschriebenen, super coolen Hefte aus Umweltschutzpapier. Nee, Quatsch, wir sind ja nicht mehr bei der ARD. Willkommen auf Facebook. Geht schon gut. Wie hieß das nochmal? Das komische? Facebook. Like immer alles, was du postest. Wow. Ja, wirklich. Ich weiß immer, wo du bist und was du isst. Caro. Ist deine Post auch immer. Dann kommt mein Leben nicht mehr so langweilig vor. Du, es gehört zu meinen geilsten Momenten, dass ich mit 200 Sachen in einem ziemlich coolen Auto über diese Autobahn gefahren bin. So, it's a final. Okay, das ist krass. Viel Spaß beim Film wünschen. Frau Schnabstedt. Und Herr Müller. Jetzt wird es so gut, ne? Nee, das ist nur das Spiel. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch voll.